Und damit hört ihr was geht ab und herzlich willkommen zur großen finalen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau, ohne groß Vorgelaber starten wir direkt rein in Iron Works Forge. Da ist so ein Spike und der wirft mich auch schon direkt hier am Anfang ab. Dankeschön. Was ist mit dem Wasser los? Muss ich mir das so vorstellen, dass das mich hochfeuert? Ich will es nicht berühren, ich traue mich nicht. Oder, andere Theorie, es ist vielleicht so heiß, dass es kocht. But hey, that's just a theory. A game theory. Das ist wieder eine so coole Idee. Also, falls das sein sollte. Weiß ja nicht. Oh, eine Feuerblume. Let's go. Ja, genau. Was soll ich denn hier auch machen? Alles klärchen. Jo, das war's mit dem Stern. Ja, für uns geht's hier nicht weiter. Dann lass uns doch mal durch die Röhre gehen. Die sieht so aus, als würde sie uns weiterbringen. Ach, hier unten kann ich stehen. Mensch, das war ein Blightjump, sag das doch. Okay, Checkpoint rein da. Die Sache ist, ich kann ja... Alles klärchen. Ja, ich dachte, ich mache den Smart-Modus, indem ich hier oben lang gehe, aber... Oh, ein Pilz, let's go. So, hier schön den Überlebenden machen. Zack, kein Item, dachte ich mir. Wäre jetzt schon aber schön, mal wieder ein Item zu haben. Der Pfeil zeigt nach unten. Das heißt, wir müssen hier nach unten, oder? Ja, klar. Let's go, Starcoin. Wichtig, wir haben die letzte. Das ist doch immerhin etwas. Wir appreciaten den Willen, dass ich mal vorhatte, alle Starcoins zu holen. Au, das war mega knapp. Nein, lauf weiter. Fahr weiter! Ah! 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 Ich muss hier durch. Oh! Okay, okay, und letzte. Let's go. Hier sieht's aus, als gäbe es hier was. Nein, schade. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ich will nicht, ich will nicht. Ah, jetzt wird... Aha, ja genau. Aber ab ins Ziel. Let's go. Was kommt jetzt für ein Level? Kommt schon das finale Bowser-Level jetzt? Ich hoffe doch. Ey, oh, mach das Castle halt noch größer. Ich schätze mal, dass das das finale Castle ist. Oh mein Gott, ist das riesig, rein da. Bowser's Keep. Da ist er auch schon auf dem Vorschaubild, wenn es laden würde. Und, wie geht's so? Same, same. Okay. Okay. Ich wollte nur wissen, was passiert. Entschuldigung. Okay. Verstehe ich das Gimmick? Die ballern auf mich, wenn ich das Rote berühre. Schön ist anders, nicht? Aber jetzt rein da. Okay, wir fahren erstmal eine Zeit nach unten scheinbar. Ja, das war's dann auch schon wieder damit. Und wir kommen hier hinaus. Ein Item wäre zu schön. Nee, ich sehe hier doch schon wieder die roten Blöcke. Oh. Alles klar. Aber man kann es auch in der Theorie überleben. Wenn ich das jetzt richtig einschätze. Broke ist es natürlich trotzdem komplett. Ha, wieder ha. Na klar. Die Starcoin ist ja auch mal zu freundlich hier, nicht? Hier ist ein riesengroßer Schalter. Bumm. Was macht der? Oh, Cutscene? Jetzt gibt's auch noch Cutscene. Zu innovativ, Guys. Passend zu diesem Let's Play habe ich Merchandise rausgebracht. Innovativ Merchandise. Gibt es tatsächlich in schwarz und weiß. Diese wunderschönen T-Shirts da. Danke, Jungs. Wenn ihr da was haben wollt, schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Die gibt es nur noch bis zum Ende. Das heißt, ab heute noch genau eine Woche danach sind die aus dem Shop raus. Für immer. Und wir machen jetzt hier weiter. Okay, er kommt einfach random. Das ist schön. Das ist completely fair. Ich war doch dran. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Also Levelkonzept ist auf jeden Fall feierbar. Ah, wir müssen immer diese Schalter aktivieren, um damit Stück für Stück uns den Weg zum Boss zu ebnen. Ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Ich hinterfrag's nicht weiter. Jo, eine Etage weiter. Was oder wer seid ihr denn? Oh, die Starcoin ist ja echt schön. Einfach geschenkt. Wir haben alle drei Starcoins in dem Level? Guys, das ist der Hype. Wir haben alle drei Starcoins im finalen Bowser-Level. Was gibt es Schöneres? Oh mein Gott, das ist schon unangenehm. Die werden irgendwie auch immer größer und oder kleiner. Aber sie sind ja relativ entspannt. Also ein Problem habe ich damit jetzt eher weniger. Ist auch schon der nächste.
Die werden irgendwie immer größer, Stück für Stück. Bumm. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier passiert was. Oh, es sieht nach Finale aus, Guys. Ja, erstmal ein Checkpoint. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Und wir können jetzt entscheiden zwischen Feuer und Eis. Aber wir bleiben bei Feuer. Und rein da. Oh, ja. Da kommt direkt die Finalstimmung auf. Oh, mein Gott. What? Das ist aber mehr als im Normal Game, oder? Oha. Es muss nichts mehr kommen. Es ist perfekt vorbei. Da ist er. So was nenne ich da, wo ich herkomme, Magenverstimmung. Lol, wir können ihn nicht mal... Oh, lol, das seht ihr nicht. Das seht ihr nicht. Hinter mir... Oh, es tut mir leid. Oh, no. Ist ein P-Switch. Oh, lol, er hat einfach die Kugel abbekommen. Okay, zweiter Treffer. Du kannst auch gern ein Stück zurückgehen, Bowie. Finde ich gut. Das ist der dritte Treffer. Als ob's das war. Das klang richtig schmerzhaft. Hä? Das ist neu. Das ist neu. Was? Lol. Okay. Ballern. Bitte. Alles klar, newer Team. Was habt ihr so zu eurer Verteidigung zu sagen? Oh mein Gott. Na klar. Oh, wir können die Asteroiden kaputt machen. Oh, das macht's ja um einiges einfacher, glaube ich. Und dann müsst ihr auch noch hier Einfallswinkel, Ausfallswinkel und Pythagoras berechnen, wisst ihr? Ist nicht schön. Und wie viele Treffer hält der denn aus, bitteschön? Sag ich euch, wie es ist? First Try wäre echt schön. Alles klar. Was steuert das, by the way, mit dem Steuerkreuz? Für die, die fragen, wie man das steuert. Let's go. Let's go. Hat er mich eigentlich schon einmal getroffen? Ich glaube, ich bin hier in einem echt guten Abstand. Oh, die Musik! Okay, wir sind... Er hat... Also nicht er hat uns getroffen, aber... Die Sparkies. Okay, jetzt hat er uns getroffen. Ist ja gut. Nein, bitte nicht. Jawohl. Let's go. Der braucht meiner Meinung nach viel zu viele Hits. Was ist das denn? Ah, der ging zu weit. Oh, bitte. Nein, wie wurde ich denn getroffen? Die Pilze. Oh, die kriege ich aber so nicht. Oh no, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut hier. Let's go. War's das? Das war's nicht. Das war's nicht. Go, first try, guys. First try. Yes. Let's go. Der Hype ist so real. Oh, passiert noch was? Passiert noch was? Ja, stimmt. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Da war ja was. Ja, das kennt man doch schon. Sind wir echt bei den Credits angekommen? Let's go. Guys, an der Stelle kommt jetzt ein richtig krasses Fazit. Das schiebe ich jetzt einfach hier zwischen ein. Auch wenn es vielleicht, wenn ihr es nicht gucken wollt, ihr könnt gerne abschalten. Das ist ja nicht mein Problem. So, also eigentlich schon, egal. Guys, was muss ich dazu sagen? Einen Kritikpunkt habe ich.
Und das ist, dass die Kerstl-Musik in 99% der Fälle halt gleich ist. Und das war's mit den Kritikpunkten. Es gibt keine. Dieser Hack ist perfekt. Und dieser Hack ist unter anderem auch unten in der Videobeschreibung. Also, falls ihr ihn selber mal auschecken wollt, schaut dort gerne vorbei. Und soviel ich weiß, gibt es auch noch eine Zusatzwelt, die wir uns, glaube ich, dann jetzt anschauen müssen. Das Intro sieht ja jetzt mal geisteskrank funny aus, oder? Luigi, was machst du da? Okay, Guys, scheinbar brauchen wir für die Zusatzlevel 354 Starcoins. Und ich werde die safe nicht grinden. Damit sind wir am Ende dieses wunderbaren Projekts angekommen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schaut nochmal unten im Merch-Shop vorbei. Nur noch bis Ende dieser Woche Sonntagabend gehen die Designs offline. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Lasst ein Abo da, um weitere solche Projekte nicht zu verpassen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.